Freunde gepflegter Videospielunterhaltung, immer noch Uncharted 4 Multiplayer Open Beta Wochenende und natürlich geht noch ein weiteres Ründchen hier auch für uns. Schnell das Loadout ausgesucht. Dieses Mal sind wir die Bad Guys. In Episode 1 waren wir die Guten um Sully und Nate. Und in dieser zweiten Episode versuchen wir oder hoffen wir euch noch die kleine Stadt zeigen zu können. In der ersten Episode waren wir im Maya-Inka-Dschungel. Höhlen-Level. Es gibt zwei Level in der Beta. Und jetzt haben wir auch das Glück, in der kleinen Stadt zu sein, im zweiten Level. Und spielen hier nochmal ein Ründchen Team Deathmatch. Mehr Modi gibt es in der Beta nicht. Und gucken mal, wie wir hier zurande kommen. Das erste Match hatten wir ja leider verloren. Obwohl ich Bester meines Teams war. So. Den Edelstein nehmen wir mit und sterben dabei. Sehr gut. Läuft. Na komm. Schön auf. Und respawn. War vielleicht etwas zu voreilig. Business is booming. So, da ist der große Kampf. Hat schon ein Kollege. Die Granate ist für dich. Ah, Hilfe, ist mir zu blöd. Nein! Boah. Kriegen wir uns noch in Sicherheit gekrabbelt? Eher nicht. Nein. Ganz und gar nicht. Jawohl, ein Arschtritt und vorbei. So, 430 Dollar. Es dauert noch ein bisschen bis zu den Upgrades. Uiuiui. Von oben runter knöppeln. Was ist denn los? Komm schon. Oi, kein Dämm? Mhm. Na komm schon. Haha, schade. Offene Messer gerollt. Da war nicht viel zu holen. Noch 100 Dollar, noch 70 Dollar, dann kann ich mir auch einen schönen KI-Assistenten leisten. Für mich so auf den ersten Blick die eine der wenigen Änderungen jetzt zu Uncharted 2 oder 3. Ansonsten spielt sich das recht gleich. Was nicht schlecht ist, Bock gemacht haben die ersten beiden Multiplayer-Versuche. Ja, durchaus. Aber jetzt bisher würde ich sagen, wem die ersten beiden Multiplayer nicht gefallen haben, der braucht hier auch keine große Hoffnung reinsetzen. So, das wäre er gewesen. So, jetzt kann ich mir auch so einen Kollegen holen. So, den stellen wir am besten auch mitten in die Map. Zum Dominieren. Fertig, was habe ich dich geholt, Mensch? 7 zu 15, wie man oben links sehen kann, im Team Deathmatch Modus. Immer schön die Juwelen sammeln. Einfach Kohle. So, eigentlich könnte ich mir jetzt auch direkt das Relic holen. Jawohl, machen wir auch.
Maurice Hannover, gib ihm. So, mein Kollege lebt immer noch und macht fleißig Party. Das ist gut. Watch and learn. Jawohl. Oh, nicht tot. Arschtritt. Zack, gibt's nix. So, hier ist doch irgendwie wieder ein Edelstein, Alter. Den mal schön mitnehmen. So, wo. Oh. So. Nein, nein, nein. Das war unnötig. Komm, komm, heil mich doch. Aber ich bin wieder auf einem guten Wege, geilster Spieler der Welt zu werden. So, mein KI-Kollege hinten. Ist das überhaupt meiner? Ah, Sidekick lost, jetzt ist er tot. Gut, dass wir mittlerweile wieder einiges an Kohle gesammelt haben. Oh, da ist irgendein Relikt. Stick-Relikt. Von meinem Team, okay. So, das habe ich hier. Was? Ah, das Relikt aufgenommen, okay. Bin ganz ehrlich, ich weiß nicht so ganz, wofür es gut ist. Aber ein KI wird halt das Ding. Aber wir liegen krass zurück, also dafür, dass ich persönlich so gut unterwegs bin, ist das schon ein bisschen ernüchternd. Boah. Im Nacken zertreten worden. Na komm schon, Leute, da geht noch was. Hier. Das macht Team Rot eigentlich nicht schlecht. Bleibt gut zusammen. So, jetzt kommt auch mein KI-Kollege hier von hinten. Komm, gib ihm. Einfach aufräumen. Oh, mein Gott. Das ist nicht so gut. Jetzt kaum noch Knete. 10. Kills hinterher, das dürfte jetzt gleich vorbei sein. Aber eine Sache kann man noch zeigen, die ist ganz niedlich gemacht. Hier kann man schön runtersliden. Ja, hier, guck mal. Yay, und der lässt auch so eine Spur, so eine Schlammspur. Also süße Details, auch wenn der Multiplayer-Modus von der Grafik ein bisschen runtergeschraubt wurde im Dann-Vergleich zum Singleplayer, wenn er denn dann Anfang Mitte Mai für uns alle zu spielen sein wird. Ich denke mal, jeder Gamer freut sich auf das Spiel. Und die kleinen Verzögerungen, die es jetzt gegeben hat, dürften rein für die Qualität sein. Da sollten wir uns keine Sorgen machen. Das wird ein Top-Titel. Jede Wette. Oh, jetzt holen wir nochmal auf. Noch 5. Ja, hier. Schöne Relikt. Nein, 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 ich nicht. Noch mal einer der letzten, der stirbt. Ich bin sogar der letzte, der stirbt. Sehr schön. Bester Spieler der Map, aber mit dem Arschtritt das Match verloren. Hervorragend. Aber okay, haben wir euch die zweite Map auch noch gezeigt. Das wäre dann Uncharted 4 Open Beta Multiplayer Wochenende. Wie gesagt, im Vergleich zu Uncharted 2 und 3 sehe ich jetzt keine Riesenentwicklung, aber bocken tut es auf jeden Fall.
Ich für meine Fälle werde mir das Ding auf jeden Fall holen. Klar, in erster Linie für den Singleplayer, aber gut. Den Multiplayer auf dem hohen Niveau nimmt man natürlich gerne mit. In diesem Sinne, das war's von meiner Stelle. Bleibt uns gewogen.